In Bitcoin investieren, da geht doch mehr. Ja, es geht mehr. Es gibt aber ein Aber. Und genau das möchte ich heute mit dir besprechen und für dich auflösen. Los geht's. Ja, was ich immer wieder höre, ist, dass die Leute sagen, gerade letztens im Erstgespräch auch wieder erlebt, da geht doch mehr. Ich kaufe ein bisschen was, ich habe vielleicht schon erst einen Sparplan irgendwo mal aufgesetzt und habe da mal experimentiert und das hat sich ja doch schon ein bisschen ausbezahlt. Ich investiere eher langweilig und da muss doch einfach mehr gehen. Marc, wie kann man mehr aus seinem Investment, wie kann man mehr aus Bitcoin rausholen? Und diese Frage ist vollkommen berechtigt. Wie gesagt, die kriege ich oft gestellt. Das Problem ist einfach, dass dann Leute so ein bisschen abdriften und dann Zeugs machen, die sehr, sehr schädlich sind. Sie beginnen dann irgendwie was zu handeln. Gerade in der jetzigen Situation kaufen sie dann Meme-Coins. Sie wollen hin und her traden. Sie wollen plötzlich traden lernen, kurzfristig rein, raus. Ich verkaufe hoch, steige wieder tief ein. Das ist so die Fantasie, die dir YouTube auch immer wieder zeigt. Und ja, ich muss doch mehr machen, aktiver sein, um mehr rauszuholen. Auch letztens im Erstgespräch wieder hat uns jemand erzählt, er hat bei ungefähr 15.000 drei Bitcoin gehabt und dann leider den fatalen Fehler gemacht, trotz Steigerung bei Bitcoin, dann umgeschichtet in irgendwelche breit diversifizierten Altcoin-Portfolios, da kurzfristig gehandelt hin und her und hat den größten Teil seines Vermögens verloren. Jetzt kann man sagen, ja, Pech gehabt, bist selber schuld, wenn du den Markt nicht verstehst. Aber das ist nicht die richtige Herangehensweise und das ist auch nicht das, was ich sagen würde oder eine Person, die genau in dieser Situation ist, sage. Ich kann diese Gedankengänge nachvollziehen, dass man dann etwas machen möchte, aktiv sein will, aber lass mir eines sagen. In meiner über 10-jährigen Erfahrung bei den Kryptowährungen kann ich dir eines sagen, weniger ist mehr. Mehr zu tun bedeutet nicht automatisch mehr Rendite. Lass mich das nochmal wiederholen, ganz klar sagen. Mehr zu tun bedeutet nicht automatisch mehr Rendite. Ganz, ganz wichtiges Mindset, ganz wichtig bei den Kryptowährungen mit der Volatilität in den Preisen drin noch viel, viel wichtiger. Du kannst mehr machen, du kannst mehr rausholen. Definitiv, das geht. Es kommt mit einem großen Aber. Schau, ich bin sehr, sehr sportbegeistert. Ich treibe sehr, sehr viel Sport und das ist genau die gleiche Analogie. Mehr zu rennen, mehr das zu tun und diese Diät und das hier und jenes, das hilft nicht automatisch, dass du eine bessere Stammfigur hast, dass du ein Sixpack kriegst. Ja, du musst was aktiv tun dafür, das ist so. Aber du musst das Richtige tun, im richtigen Maße. Oftmals beim Sport gehen dann die Leute 6-mal am Tag aufs Laufband und quälen sich da irgendwie ab, schauen aber nicht auf die Diät, schauen nicht, was sie essen, machen keinen Kraftsport und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist beim Investieren auch. Zu traden, kurzfristig hin und her handeln, aktiv sein, das wird dir das Genick brechen. Du wirst die Erfolge nicht sehen. Außer, und hier kommt wieder die Analogie zum Sport, wenn du weißt, was du tust, wenn du begleitet wirst, zum Beispiel vom Sportarzt, der dir genau sagt, vom Coach, schau auf die Ernährung, pass deinen Plan an, du passt deine Gewohnheiten generell an, du hast einen richtigen Trainingsplan, dass du vielleicht nur 3-mal in der Woche trainieren gehst dafür, aber richtig und du tust das Richtige, dann stellt sich auch der Erfolg ein. Das größte Problem ist oftmals das Mindset, das Problem bist du, was meine ich damit? Schau. In den sozialen Medien und so weiter und so fort, in den klassischen Medien, wird immer wieder gezeigt, wie einfach es ist, mit den Kryptowährungen über Nacht aus, weiß ich was, 1000 Dollar, 1 Million zu machen. Ich sag dir, das ist alles Quatsch. Typischerweise spricht man sowieso nur immer über die Erfolge, ob die wirklich stimmen, seien dahingestellt. Über die Verluste spricht sowieso niemand. Und das triggert natürlich extrem wieder die Gier in einem drin. Und ja, man kann viel schneller vorwärts kommen mit den Kryptowährungen im Vergleich zum Beispiel zu Aktien, Rohstoffen und Immobilien. Sie sind ein sogenannter Portfolio-Booster, das stimmt, aber du bist auch nicht über Nacht reich. Und das ist das Geld-Mindset, was du einfach auch erarbeiten musst. Ein bisschen Luft rauslassen, nicht so, ah, ich muss was tun und jetzt, ah, ich muss was, um vorwärts kommen und deshalb möchte ich traden und kaufe Meme-Coins und Altcoins und weiß ich was alles. Ja, du bist das Problem. Du musst an dir arbeiten, an deinem Mindset, an deinen Einstellungen, an deinen Strategien und nicht dir irgendein Luftschloss ausmalen im Kopf, ah, wenn ich jetzt das mache, ein bisschen trade, dann werde ich in 2 Monaten Millionär. Vollkommener Quatsch. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Marc, hast genug gerantet, was macht denn ihr genau? Ganz kurz an dieser Stelle für den Abschluss dieses Videos. Was machen wir? Was sind unsere Top-Strategien? Wir haben ja bei uns in der Academy 3 Levels. Und je nach Level, die bauen alle schrittweise aufeinander auf, je nachdem, wo du stehst, wie viel Kapital du hast, was deine Ziele sind, bist du in jeweiligem Level drin. Und was wir so grob machen, wird jetzt hier eingeblendet.
sozusagen die Sparpläne sind ja, ist das Einsteiger-Level. Viele denken, ja, Sparpläne sind super langweilig, ich muss eben mehr machen als diese Sparpläne. Nein, musst du eben nicht. Nur oftmals wissen die Leute gar nicht, wie man die Sparpläne richtig nutzt. Und ich habe jetzt hier einfach so eine Zahl mit eingeblendet. Ja, Stand heute so ein 2x mit Sparplänen solltest du grundsätzlich rausholen können, wenn du es richtig machst. Keine Finanzberatung, das sind einfach mal so subjektive Zahlen, damit du ungefähr verstehst, wie diese Strategien eingeordnet werden sollten. Im zweiten Level bei uns ist es dann so, dass du die Sparpläne optimal steuerst. Sparplan auf Steroid ist zum Beispiel ein Stichwort oder eine unserer Top-Strategien im mittleren Training. Da steuern wir auch wirklich bewusst die Sparpläne im Sinne von, wenn alle negativ sind, dann erhöhen wir schrittweise die Sparpläne, da gibt es klare Modelle dafür und wir steigen auch wieder aus und nehmen nach klaren Strategien Gewinne mit. Wenn alle euphorisch sind, Bitcoin geht auf 10 Trillionen, ja, dann nehmen wir gewisse Gewinne mit, auch strategisch, planbar, nach ganz klaren Kriterien. Und dann die Top-Strategien, ja, da kannst du noch viel, 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 viel mehr rausholen. Das sind dann die Profi-Strategien, wo wir mit Fremdkapital, mit Leverage arbeiten und so weiter, Cashflow produzieren, wöchentlich, monatlich Rendite rausziehen kannst und so weiter. Da musst du ein gewisses Portfolio haben, wir sagen so typischerweise im mittleren fünfstelligen Bereich oder höher. Dann macht es Spaß, dann macht es auch Sinn. Da bist du auch aktiver, das ist so, aber du weißt genau, was du tust. Und wir traden da nicht, das ist auch noch wichtig zu sagen, weil das kannst du wirklich vergessen bei einer Kryptowährung, wenn du das nicht täglich machen willst, vor dem Bildschirm sitzen möchtest. Die Volatilität ist einfach knallhart und das wird dir das Genick brechen, wenn du einfach denkst, ja, ich mache jetzt ein bisschen hier was, ein bisschen aktiv da und dann kommt das schon gut. Ja, es geht mehr rauszuholen aus Bitcoin als deinen Investments, aber traden ist es nicht. Hin und her macht Taschen leer. Weniger ist mehr, weniger aktiv sein, dafür das Richtige tun. Und ganz wichtig, an deinem Mindset arbeiten, dass du nicht das Gefühl hast, dass du innerhalb von 2 Wochen zum Millionär wirst, wenn du einfach gar nichts tust. Oder eben in Meme-Coins investierst und ein breites Altcoin-Portfolio und all das Zeug. Lass es einfach sein. Du willst mehr aus deinem Geld machen, ohne Bauchgefühl, dafür mit klaren Strategien, dann ist es jetzt Zeit, dass du dich bei uns meldest. Unter marksteine-consulting.ch das kostenlose Erstgespräch bei uns buchst. Dann meldet sich jemand aus unserem Team und dann schauen wir mal, ob und wie wir dich hier unterstützen können. Welche Strategien am besten zu dir passen, zu deinen Zielen.